Open Data Business ist das nächste Thema. Ich werde ein bisschen allerdings auf eine Metaebene beginnen. Wir leben in einer Welt momentan, die Frau Lutz hat es eigentlich aufgelegt, namens Big Data. Das heißt, wir haben laut einer IBM-Studie in den letzten 2 Jahren sind 90% der Daten, die es gibt, überhaupt generiert worden und entstanden. Woher kommen die? Die kommen aus Sensordaten, die kommen aus unseren Smartphones, die kommen aus allen möglichen Social Networks und so weiter. Das heißt, die Kurve geht eigentlich schräg oder gerade, ziemlich gerade nach oben. Und wenn man von diesen Mengen spricht, dann sagt man eben, wir leben in einer Welt von Big Data, beziehungsweise wir haben eine sogenannte Datenökonomie, die eigentlich gerade im Entstehen ist auf Basis dieser Unmengen an Daten. Und wenn wir diese Daten haben, dann müssen wir mit diesen Daten auch lernen, einmal umzugehen, weil es ist relativ neu, diese Datenmengen auch zu verarbeiten. Es gibt andere Studien in diese Richtung, wirtschaftliche Potenziale von diesem Big Data-Umfeld. Und warum Big Data? Weil Open Data ein sehr großer Bereich ist in diesem Big Data-Umfeld, weil Open Government Data und Open Data, ich spreche ja von Open Data, sowohl von Regierungsbereichen als auch von der Wirtschaft oder jedem, der eigentlich diese Daten zur Verfügung stellt, offene Daten, ist ein riesiger Bestandteil dieses Big Data-Bereiches. Es gab diese Studie von McKinsey, die Daten mittlerweile als Produktionsfaktor, als einer der wichtigsten Faktoren neben Kapital und Arbeit im Prinzip postuliert und dann diese unglaublichen Milliardenzahlen, die ich Ihnen nicht noch vorlesen möchte, aber wenn Sie sich anschauen, wie unsere Gesundheitssysteme explodieren zum Beispiel, dann sehen Sie, dass wir dort einfach mit effizienter Datenintegration, Datenmanagement einfach extrem viel Geld einsparen können. Diese Studie bezieht sich auf Amerika in dem Fall, auf die Gesundheitsdaten. Auch die Europäische Kommission, wie wir schon gehört, hat das erkannt auf der einen Seite und pusht Open Data. Wir haben mittlerweile schon überall, wahrscheinlich sind schon über 70 Datenkataloge in Europa, die wir haben, offizielle von wirklichen Staaten. Und was die EC macht, wir haben es gehört, Ende dieses Jahres ein eigenes Portal mit den eigenen Daten, also die Kommissionsdaten werden veröffentlicht. Da wird maschinenlesbar auch gesamtes Eurostat-Material etc., Publication Office und so weiter zur Verfügung stehen. Und es kommt das paneuropäische Datenportal und sie haben schon freigeschalten und man merkt schon die ersten Projekte, die jetzt eigentlich kommen, insgesamt über 100 Millionen Euro im R&D, also Forschungsbereich, die Open Data immer wieder als Grundlage in diesen Projekten haben. Also ähnlich wie wir vorher gehört haben, dieses Einfließen lassen, Ergebnisse müssen unter Open Data gestellt werden, ist das der eine Punkt. Aber die Kommission pusht wirklich Bereiche, vor allem auch den Use of Open Data. Es ist zum Beispiel momentan ein Umweltcall draußen, der ein Projekt dann herauspicken wird von den Einreichungen, das mit 6 Millionen Euro dotiert ist, um Umweltdaten und die Verwendung von Umweltdaten in Europa voranzutreiben. Also das ist ein Beispiel. Beziehungsweise das Paneuropäische habe ich eh schon genannt. Gut, das ist so ein bisschen die Potenzialgeschichte oder diese Metaebene, wo wir herkommen, wie wir in diesen Bereich Open Data Business hineingehen. Jetzt ist die Frage, wie können Businessmodelle entstehen oder in welchen Bereichen können denn überhaupt im Bereich Open Data, Open Government Data Businessmodelle entstehen? Es gibt eine Studie von AMP24 in Deutschland, die postuliert, auf der einen Seite kann das entlang der Produktionsprozesse, also für die Verwaltung, mit der Verwaltung passieren. Das ist die Wertkette im Medienunternehmen, also Wertschöpfungskette im Wirts im Prinzip, wo man sieht all diese Produktionsstufen, die auch in jedem Content-Bereich oder Content-Produktionsbereich vorhanden sind. Und die ist ein bisschen überlagert worden jetzt, wenn man Open Government Data anschaut, die Publikation von offenen Daten, und das kann man auch wieder in Unternehmen ziehen, auch dort werden ja Daten publiziert oder Verlage oder Medien etc. Auch dort gibt es ja sehr viel Open Data im Prinzip. Kann man sagen, es gibt im ersten Schritt diese Trendleistung im Bereich der Informationserstellung, also dort natürlich die Sammlung kann ein Bereich sein, wo Businessmodelle entstehen. Es können dann in der natürlich auch die Eigenleistung, also die eigene Produktion, dann in der Aufbereitung, das heißt, wie werden diese Daten standardisiert, wie werden sie aufbereitet, wie werden sie angereichert, wie werden die Metadaten rundherum erzeugt und dann natürlich die Bereitstellung, also die Publikation, die Produktion auch in dem Bereich. Sieht man auch im klassischen Bereich, wenn die IT nicht so groß ist, wir haben es von Linz gehört, gibt es einen IT-Partner, der im Open-Data-Bereich dort unterstützt. Wir sind eben zu diesen Schnittstellen und dann die Visualisierungen, also auch die Aufbereitung. Ist ein Bereich, wo natürlich Businessmodelle entstehen. Der andere ist in dieser nachgelagerten Bearbeitung oder Verwendung von Daten. Hier haben wir versucht, aufgrund unserer Erfahrung, das ein bisschen aufzuschlüsseln. Und Sie sehen öffentlicher Sektor, NPO-NGO. Und Sie sehen dann unten, fangen vielleicht unten an, auch einen Bereich, wo die Daten der Wirtschaft selbst jetzt aufgemacht werden, also Open Data ohne Government, nämlich im Bereich sehr stark schon von Crowdsourcing, von Mass Customization, Produktentwicklung wird mittlerweile wirklich mit offenen Daten, man lädt die Leute ein, die Produkte mitzuentwickeln,
selbst die Anforderungen zu spezifizieren. Es gibt dann auch diese wunderschönen Beispiele von Don Tapscott, wo dann wirklich Biologie-Daten aufgemacht worden sind und die Schürffunde plötzlich in unermessliche Höhen auch hinaufgegangen sind. Also Auslagern, Einladen von Expertisen. Auf der anderen Seite natürlich, haben wir das am Anfang schon gehört, eine kurze Wiederholung, Datenintegration für die Wirtschaft im Bereich Business Intelligence, Market Intelligence, all diese Bereiche, Data Warehouse, immer ein paar Beispiele dazu, die Applikationen, die immer wieder erwähnt werden, aber auch im Bereich von Anreicherung gibt es durchaus sehr interessante Businessmodelle von klassischen Datenanreicherungsunternehmen und welchen jetzt gerade entstehen. Und dann natürlich, diese Rohdaten sind zwar schön und gut, aber sie müssen auch analysiert und visualisiert werden. Ich glaube, McKinsey hat vorher auch in derselben Studie postuliert, für die nächsten 10 Jahre fehlen bis zu 1 Million Personen, die mit Daten arbeiten können in den USA. Das ist natürlich eine Frage auch der Media Literacy und diesen Umgang. Wie lernen wir dieses Umgehen mit Daten? Wer kann das? Und wenn Sie sich vorstellen, wie diese Kurve nach oben geht, dann sehen Sie wahrscheinlich, wie der Wettbewerbsvorsprung sein wird, wenn Sie wissen, wie Sie Daten analysieren und wie Sie sie visualisieren. Gut, Infrastruktur ist natürlich auch ein Thema. Cloud Services, die ganze Infrastruktur, beziehungsweise SLAs für Enterprise Data Management, also Service Level Agreements, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Mein Kollege Blummer hat ein bisschen ein Schaubild gemacht und hat gesagt, wo stehen wir jetzt? Wir stehen bei Open Data 1.0 sozusagen, um dieses althergebrachte Zahlenspiel auch wieder zu verwenden. Government veröffentlicht im Prinzip 4 Apps Maker momentan, weil dort werden die Daten im Augenblick verwendet, die Daten, und die machen Applikationen für Citizens, und wir haben halt schöne smarte Apps. Das ist momentan der Stand, wo man sieht, ich glaube 90% auch EU-weit, habe ich letzte Woche gehört, sind wirklich Points of Interest, beziehungsweise auf einem Datensatz aufgebaute Apps. Gut, deswegen ist dann auch klar, wie das fließt oder wie die Businessmodelle im Prinzip funktionieren. Schönes Beispiel in Österreich, Wegwerfen.at, das vielleicht manche von Ihnen kennen. Das neue Open Data 2.0, da werden wahrscheinlich noch ein paar Zahlen dazukommen, geht dann hinein, dass wir 2 Intermediäre dazwischen setzen plötzlich. Nämlich, dass wir sagen, wir beginnen bei der Dateneröffnung, aber dann gibt es in der Mitte auf der einen Seite Data Broker bzw. Medien oder Intermediäre, die diese Daten auch aufbereiten, entsprechend, dass nämlich Enterprises diese Daten verwenden können. Kann sein, dass ich da Folie vorwegnehme, aber gerade was die Wirtschaft nämlich haben möchte, ist, sie möchte auf einen Knopf drücken und möchte dann die Daten in ihre internen Datenbestände integrieren, möglichst ohne Aufwand. Also Beispiel von Siemens, die sagen, ich möchte nicht zum Stadt-Wien-Portal gehen, mir das CSV-File runterladen, dann zur Stadt Linz, dann mache ich das auch. Die sind beide völlig unterschiedlich, wie wir wissen. Das heißt, ich muss alle Attribute, dann fangen wir mal mühsam an, dass wir das in unser Datenmanagement hineinbringen. Interessiert uns nicht, wir werfen auch gerne Münzen ein, wir wollen einen Knopf drücken. Insofern, diese Mittlerrolle in der Mitte ist ein ganz wichtiger Bereich, um dann wiederum auch eben für Bürgerinnen, für Kundinnen und für Mitarbeiter Effizienz zu schaffen, und dann sind wir von den Smart Apps auch in den Smart Products bzw. in diesen Smart Systems drinnen. Das heißt, es sind Systeme, und Sie sehen auch, die Geldflüsse werden plötzlich mehr und es entstehen neue Businessmodelle. Die Sichtweisen und Erfolgskriterien dazu, vielleicht nur vom Government und von dieser Intermediärschicht, ist von oben nach unten natürlich die wichtigen Punkte, aber dann geht es in diesen Bereich hinein, und das ist genau der springende Punkt, eigentlich um Standardisierung, Interoperabilität und Harmonisierung. Das heißt, das ist dieser Schritt, der gemacht werden muss. Ich persönlich sehe diese Aufgabe eben nicht in der Verwaltung oder in der Politik, sondern ich sehe sie nachgelagert eigentlich. Wir haben letzte Woche in Brüssel diskutiert, möglicherweise als PPP, also als Private-Public Partnership, wäre eine Option, diesen Weg zu gehen. Warum? Für die Enterprises diese Anreize zu machen, brauchen diese intermediäre Schicht. Das heißt, die schreien ganz groß, wir wollen Service Level Agreements, wir wollen vertrauensvolle Quellen und so weiter und so fort. Und das ist für unser Business einfach wichtig. Ein Beispiel, um es schmälern zu wollen, Linz bietet die Daten 5x8 an, also 5 Tage in der Woche, 8 Stunden pro Tag. Mein Businessmodell ist 24x7, das heißt, wenn ich oben was draufsetze für Datenintegration, muss es einfach am Samstag um 3 in der Früh auch funktionieren, weil meinen Kunden ist das völlig wurscht, wenn ich zum Beispiel in Amerika arbeite, ob das noch da ist und ich ihm dann sage, tut mir leid, der Server in Linz ist halt abgestürzt, aber das ist halt eine blöde Geschichte, die Kunden sind weg, also diese Geschichten funktionieren hier. Ganz kurz noch zusammengefasst, was sind da die Kernkompetenzen, man kann sich das eh vorstellen, aber diese Datenbroker, die sagen, gut, wir bieten jetzt diesen sofortigen Zugang zu diesen Daten mit standardisierten Schnittstellen an, laufende Daten-Maintenance, das heißt, wir arbeiten auf offene Standards, wir katalogisieren und indizieren diese Daten verschiedener Quellen, bringen sie zusammen und bieten sie eben an, und wir reichern sie, ist ganz wichtig, an, auch mit zusätzlichen Metadaten, mit zusätzlichen Daten, also dieses Anreichern, um diese Datenintegration auch zu erleichtern, sei es mit Georeferenzierungen, sei es mit Linked Data, mit Vermischungen. Und die Enterprises sagen,
Gut, wir haben dann die Möglichkeit, diese Daten zu vernetzen, damit im nächsten Schritt dann auch wirklich diese Kunden aus den integrierten Sichten von vielen verschiedenen Daten profitieren können. Wir haben das Domainwissen, was ein wichtiger Punkt ist, können daher auch Visualisierung und Analyse machen und haben auch diesen Schritt oder diese Möglichkeit, den Wert von Daten oder Datenmanagement, das Datenwirtschaft prinzipiell zu kommunizieren. Und wir evaluieren natürlich in einer gewissen Art und Weise die Nachfrage jetzt wirklich von unseren Kunden, welche Daten wir brauchen. Das heißt, sind wir dann im Lifecycle wieder zurück, um das zurückzuspielen. So, das heißt, der große Unterschied zusammengefasst auf der einen Seite, es ist überhaupt keine Diskussion für mich persönlich, es ist Open Data natürlich soziopolitisch extrem wichtig. Das heißt, wir haben Demokratie und Transparenz und all diese Dinge stehen im Vordergrund und es hilft sehr stark, Verwaltungskosten zu reduzieren. Das wäre meine Frage, ob Sie diese Apps schon selbst verwenden in der Stadt Wien, was glaube ich auch vor ist, ein Vorhaben ist. Und es gibt eine Basisinfrastruktur. Nur die Wirtschaft sagt im Prinzip, um Open Data Business wirklich machen zu können, ist es hier einfach wichtig, standardisiert diese Daten möglichst einfach in meine Systeme hineinziehen zu können, weil so funktioniert im Prinzip Datenmanagement und Datenintegration. Dazu gibt es schon verschiedene Beispiele, ganz kurz. Das heißt, manche Unternehmen sagen, wir holen uns nur Daten von draußen und wir reichern unsere internen Bestände an. Manche verwenden Open Data Prinzipien mittlerweile intern. Das heißt, diese Inseln, die auch in den Unternehmen geschaffen worden sind, kann man ja auch hinter einer Firewall aufmachen, dass plötzlich die Daten verbindbar sind, was auch lange nicht gemacht worden ist. Und es gibt auch manche, die öffnen mittlerweile Daten. Wir öffnen zum Beispiel von unserem Unternehmen nächsten Montag von Wolters Kluwer Deutschland, das ist ein drittgrößter Fachverlag weltweit in Deutschland, einen Arbeitsrechtsthesaurus und einen Thesaurus mit allen Gerichtsstandorten in Deutschland. Und der wird unter CC0, CC BY völlig offen zur Wiederverwendung publiziert. Wolters Kluwer sagt, wir wollen, weil wir pflegen den, wir wollen diese Terminologie in diesem Bereich klarerweise ein bisschen steuern, weil das ist unsere Rechtspublikationen, ist unser Kerngeschäft. Insofern machen wir das gern offen, jeder verwendet es und wir haben ein anderes Businessmodell, was dann hinten nachgelagert ist. Wir haben eine Studie oder eine Umfrage eigentlich gemacht vor einigen Monaten, da noch zwei Folien und dann glaube ich, muss ich schnell zum Ende kommen. Ganz kurz, was waren die Erfolgskriterien für konkrete Businessmodelle? Und Sie sehen ganz auf der einen Seite haben wir ihre APIs, also die Programmierschnittstellen, wieder dieser standardisierte Abruf. Und auch natürlich die klar definierten Lizenzen, Terms of Use, rechtsfreier Raum ist eine schwierige Geschichte. Das ist eine völlig andere Sache wie in Amerika. Ich habe letzte Woche mit der Jean Hong gesprochen, die DataCoff macht, und habe sie gefragt, wie macht ihr das mit den Lizenzen, mit dieser Harmonisierung? Sie sagt, wir haben keine Lizenzen, weil wir brauchen es nicht, das ist einfach alles offen. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Können wir bei uns nicht, klarerweise, wenn wir Datenschutzrichtlinien, all diese Dinge, sind die Sachen ein bisschen unterschiedlich. Was sind die wirtschaftlichen Potenziale, war auch eine Frage. Und man hat einerseits die Apps, aber man kam auch schon sehr stark in den Bereich eben dieser Datenvisualisierung hinein, beziehungsweise sind wir schon 62,2% immerhin gehen in die Datenintegration. Gut, zusammengefasst, was ist Ausblick und was sind die Anforderungen? Das ist ein bisschen mitgebracht, das war vor drei Wochen das European Data Forum in Kopenhagen, letzte Woche war die SEMI-Konferenz, da geht es um Interoperabilität im E-Government, aber auch in der Wirtschaft in Europa. Auf der einen Seite den Publikationsprozess adaptieren, ich sage hier auch ganz wild, war auch eine Diskussion, zu fragen, nicht was kann ich freigeben, sondern was kann ich nicht freigeben, also ein bisschen entgegengesetzt durch Gedanken oder was, wo muss ich aufpassen, es freizugeben. Die Freigabe von Daten und der Pflege der Metadaten ist ein ganz wichtiger Punkt, also Metadaten war glaube ich eines der wichtigsten und immer wieder verwendetsten Begriffe dort in den letzten Wochen. Interoperabilität und Standards, hier ist in Österreich schon sehr viel passiert, jetzt geht es um dieses Andocken zur EU, dort passiert sehr viel im ISA-Programm momentan, auch im Open-Data-Bereich gibt es mittlerweile Empfehlungen. Linked Open Data, Vernetzung von offenen Datenbeständen, diese verwenden, diese Prinzipien in europäischer Dimension die Sprachen, weil die sind eine Riesenherausforderung, die wir woanders nicht haben, wir sprechen glaube ich 14 oder 17 Sprachen in Europa und das ist eine riesige Herausforderung. Die Frage der Lizenzen EU-weit, also wie kann ich Daten aus Slowenien mischen mit Daten in Österreich, wenn verschiedene Lizenzen oder Modelle, die nicht miteinander kompatibel sind, funktionieren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist mir immer wieder, der glaube ich immer wieder verwendet werden muss, ist Ausbildung zu diesen Themen. Das heißt, wir müssen hier die Media Literacy einfach fördern. Der Tom hat es halt in der Früh schon gesagt, wir können schon ein bisschen Fingerübungen machen, aber Billard spielen können wir alle noch nicht. Wir sind es einfach nicht gewohnt und es gibt eben
Geschichten, aber es gibt erste Ansätze, sind wieder mal kritische Beispiele. Es gibt die School of Data mittlerweile, wo man wirklich das Arbeiten mit Daten in UK lernen kann. Das ist eine Kooperation der Open Knowledge Foundation und einer Universität. Und es gibt mit 10 Millionen Pfund basisfinanziert in UK das Open Data Institute von Nigel Shepherd, der dort herausfindet, wie kann Großbritannien am besten, sagen wir, den Nutzen herausziehen aus Open Data. So, ganz kurz zum Abschluss und dann war ich es wirklich, weil wir ja von Open Data Business Modellen sprechen, wir haben sie auch und wir arbeiten in diesem Bereich und darum ist es auch legitim, sie hereinzubringen. Wir machen in der einen Seite Strategieentwicklung und Beratung zum Thema Linked Open Data, also noch das L vor dem O, also vernetzte Datenbestände, unterstützen vor allem bei Anwendungsszenarien und Use Cases in diesem Bereich, unterstützen bei der Operationalisierung natürlich, bauen auch Trainings auf und vor allem machen wir dann herunten Projektimplementierung, Begleitung und Evaluierung. Unser Kern ist Daten- und Metadatenmanagement im Unternehmen, abseits der OCFO. Und darum ist das auch ein Bereich, der uns sehr stark interessiert und darum auch dieser Verweis, der jetzt nicht von mir kommt, aber die Metadaten werden wirklich immer wieder strapaziert. Das war es von meiner Seite. Hier haben Sie Koordinaten, wird alles publiziert. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.